Hola Leute und willkommen zu einer neuen Trailer-Reaction. Es ist endlich soweit. Es ist, wie lange die das angeteasert haben. Ne? Ich bin schon ein bisschen, die Erwartungen sind viel zu hoch gerade für diesen Infinity War-Teaser. Der D23-Trailer wurde geleakt, habe ich mir nicht angeschaut, weil ich eben nicht ein verwackeltes Handy-Video anschauen wollte, sondern das zum ersten Mal richtig genießen will. Und das ist jetzt das erste Mal. Ich habe riesige Erwartungen. Erstens will ich, dass es richtig badass wird, es muss episch werden und ich will keinen einzigen Witz. Ich will keine Witze hier. Marvel hat in den letzten Jahren einfach viele Komödien rausgehauen, muss man auch wirklich so zugeben. Deswegen bin ich sehr skeptisch, aber das muss jetzt funktionieren, ganz ehrlich. Es muss einfach funktionieren. Infinity War Trailer, ich bin bereit und ich würde sagen, gehen es einfach mal rein. Ich hoffe, es wird ernst. Es muss ernst werden. So. Oh Mann, ey, das ist was Großes, Leute. Okay, so, 3, 2, 1, bam. Ey. So, okay. Ich habe schon gehört, es ist nicht derselbe. Egal, pst. Wir auf die D23. To bring together a group of remarkable people. To see if we could become something more. So when they needed us, ich hoffe, er wird drauf gehen. Also we could fight the battles that they never could. Sehr ernst. Oh. Ey, das ist die einzig gute Filmmusik von Marvel, ganz ehrlich. Ah, die ist richtig gut. Also Avengers Main Theme. You will know what it's like to lose. To feel so desperately that you're right. Das war gar nicht der. Yet to fail all the same. Dread it. Run from it. The destiny still arrives. Der Tesseract. Ach schon. Sieht gut aus. Ja. Evacuate the city. Engage all defenses. And get this man a shield. Fun isn't something one considers when balancing the universe. Oh, yeah. Der geht drauf. Der muss drauf. Does put a smile on my face. Oh my God. Das sieht aus wie Herr der Ringe, wie sie alle. Ja, Avengers Team. Ich hab von voll verwirrt. Das war klar, dass die zusammenkommen müssen. Mich erinnert gerade das Ganze ein bisschen an Age of Ultron, so, wo die ersten Trailer auch, du hast am Anfang dieses Klavier, dieses Geklimper so, richtig ernst und alles, ne, wirklich, als würde es wirklich um was gehen. Und der Trailer war so wie die ersten Age of Ultron Trailer, aber die Trailer wurden so, ne, von Version zu Version lustiger. Aber der Stand der Dinge aktuell ist, dass das echt gut aussieht. So, am Ende natürlich viel CGI, aber ich freue mich auf Captain America. Ich finde, Black Widow sieht richtig cool aus. Ich hoffe, Vision stirbt. Und ich glaube, es werden noch ein paar andere große Namen sterben. Ich könnte mir vorstellen, dass Iron Man draufgehen wird und vielleicht sogar Captain America. Es werden ein paar Schauspieler jetzt ausgetauscht für die nächste Marvel-Phase. Das ist klar. Und wer das sein wird, weiß ich noch nicht. Das werden wir mal, glaube ich, in der Analyse ordentlich durchgehen. Ich muss mir das Ganze nochmal anschauen. Das sieht sehr episch aus. Und ich finde, Thanos sieht auch ganz gut aus. Ich will seinen Helm noch sehen, aber besser als in Bildern zuvor. Und ey, wenn das so ernst bleibt, ne, bitte. Bitte bleib ernst, Marvel. Zieh's einfach durch. Gib uns einen guten Schurken, okay? Der erste gute Schurke. Thanos muss einfach der eine sein, so. Er muss der beste Schurke sein, den wir bisher hatten. Und
Das war nicht der D23-Trailer, weil ich habe gehört, da wurden Planeten geworfen, weiß das eh nicht alles. Das war der nicht. Aber das wird im nächsten zu sehen sein. Und ja, ich find's geil. Haut rein, Leute. Bis dahin, Analyse kommt bestimmt. Da können wir ein paar Sachen durchgehen. Also wie gesagt, das mit Vision, da müssen wir nochmal hinschauen und so. Haut rein. Bis dahin und ciao.